Hallo und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty Oxbow. Ja, ist ganz schön luftig angezogen, aber eben ist auch die ganze Zeit mächtig warm. Wir sind im Sommer. Ich habe schnell ein Haus gebaut für Blanka. Blanka war die, die wir das letzte Mal geholt haben aus Ostoja. Die wohnt jetzt in ihrem eigenen Haus. Guckt ihr mal den schönen Apfelbaum an, wie gut der aussieht. Nice. Die sind auch schon erntebereit tatsächlich. Da kann schon gesammelt werden. Auf den Feldern wird fleißig gearbeitet. Die haben jetzt erstmal hier ein Kohlfeld geerntet und wieder fast komplett fertig gemacht. Ich hoffe, die gehen jetzt auch mal hier an den Flachs so langsam dran. Denn da ist auch nochmal eine Menge Arbeit. Und er meckert die ganze Zeit, obwohl er nichts mehr anhat, dass ihm heiß ist. Ich würde gerne nochmal rüber uns durchs Lava mit ihr sprechen, um damit die Mission abzuschließen, der lebende Tote. Das heißt, dann können wir gleich nochmal gucken, ob es im Sommer neue Leute am Lager gibt. Wir brauchen nämlich zwei neue von den Herren der Schöpfung, ne? Hier wohnt Oswalda drin, die brauchen einen anständigen Kerl. Und hier ist die Blanka eingezogen. Das Haus steht jetzt oben hinter meinem. Können wir mal ganz kurz gucken. Tag ist jetzt schon ganz schön weit vorangeschritten, weil ich ja kurz gebraucht habe, das Haus aufzubauen. Die wohnt jetzt hier. Kommt hier hinten dran. Dann Schaf- oder Ziegenstall, würde ich sagen. Fast ein bisschen dicht dran jetzt, ne? Ah, es geht aber noch. Machen wir halt links daneben. Ich hätte es ein Stück weiter nach hinten setzen sollen. Ich habe ein bisschen Gas gegeben, dass Blanka nicht so lange da rumsteht. Vor unserem Haus die Bäume auch. Am Start. Gefällt mir sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, ich trinke nochmal einen Schluck und lass uns gleich zum Brunnen gehen. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg rüber. Nach Ostoja. Das sind ja nochmal schlanke 1000 Meter. Ich habe mir ein paar Bronzepfeile gegönnt. Für unseren Langbogen. Ja. 20 Stück habe ich mal gebaut, damit wir ein bisschen mehr Damage machen. Wenn es jetzt hier nochmal knapp wird. Die ganzen wilden Tiere auf dem Weg. Dann bin ich, glaube ich, ganz gut dabei, wenn ich ein bisschen mehr Damage mache. Aber mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen besser durchkommen. Ich kann auch noch Leder gebrauchen, also wenn uns was über den Weg läuft, dann probieren wir die Bronzefahne direkt mal aus. Ich hoffe, ich komme noch zeitig an und ich werde dann auch des Nachts zurücklaufen müssen. Oh, oh, guck mal hier. Nehme ich 20 Münzen, nehme ich doch gerne mit. Ja, Weizen. Wiegt ja nichts. Kannst du ruhig mitnehmen. Aber dann solltest du auch loslaufen. Die Stämme lasse ich jetzt mal hier liegen und die Bretter. Wir wollen ja auf jeden Fall noch ankommen. Diesmal direkt durchs Wolfsgebiet. Ich lege es jetzt mal drauf an. Wir nehmen den direkten Weg. Um möglichst schnell da zu sein. Ich weiß, den haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht, aber hier ist so viel los. Da passiert doch wieder jede Menge Blödsinn. Rückweg mache ich dann wahrscheinlich so. Ach, guck mal, wie hier schön im Sommer jetzt alles nachgespawnt ist. Nehmen wir an, wir sind ja mittlerweile schon im vierten Jahr. Dass es auch so zwei, drei Jahre braucht, bis das dann hier alles nachspawnt. Naja, ist jetzt nicht mehr so viel. Am Anfang war es sehr nützlich. Jetzt können wir ja einiges auch schon selber erreichen bei uns im Dorf. Das einzige Problem ist seine Hitzewallung, die er ständig hat. Vielleicht muss ich da doch mal gucken, ob es nicht irgendwelche kühlenden Klamotten gibt. Okay. Ich glaube, wir kommen jetzt schon ins Wolfsgebiet.
Ich glaube, wenn ich auf dem Weg bleibe, ist das gar nicht so unangenehm. Ne? Letztes Mal bin ich, glaube ich, querfeld ein. Das war schon eher ein Problem. Da sind wieder diese fiesen Wiesens, ja. Hat das schon wieder Bock auf mich? Was für eine Aggro-Range die haben, ne? Ich jag dich gleich, dann ist Schluss hier mit lustig. Warum rennt ihr so? Ist hier was? Ne, nur ein Hase. Okay. Wenn ich noch was sehe auf dem Rückweg, werde ich da kurz anhalten. Mal ein bisschen Leder mit nach Hause zu bringen. Ich muss nämlich noch jede Menge Säckchen basteln. Zumindest mal das alte aufbauen. Die neue Ernte kommt ja schon rein. Und falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ja, ihm ist warm. Die alte Drama Queen. So, sehr schön. Diesmal sind wir viel besser durchgekommen. Letztes Mal war es schon fast stressig. Los, durchs Lava. Was wolltest du mir denn jetzt noch mitteilen? Hallo. Diesmal bin ich sicher, dass er tot ist. Was? Hast du überprüft, ob er atmet? Ja, habe ich. Ich habe ihm sogar eine Ohrfeige gegeben. Aber er hat nicht reagiert. Er war so kalt. Upsi. Da los. Vielleicht haben sich seine Schauspielkünste verbessert. Hoffentlich ist es das. Ich werde nachsehen. Und ich habe dir saure Milch versprochen. Hier, nimm. Danke, ich überprüfe nochmal unsere Leiche. Diesmal schießt direkt ein Pfeil rein. Der Spinner. Warum stellt er sich denn dauernd tot? Ja. Hier könnten wir dann auch Schafe abholen. Ich freue mich schon auf Schafe. Wir brauchen die Wolle. Liegt er wieder an der gleichen Stelle? Ja. Oh, er ist tatsächlich tot, hä? Der Mann liegt noch genauso da, wie du ihn verlassen hast. Aufgewacht! Ich bin's nur, du kannst aufhören, dich totzustellen. Oh, oh. Muss ich mal ein genaueres Auge drauf werfen. Stoislav hatte recht, der Mann atmet dicht und es hat keinen spürbaren Puls. Die Todesursache versuchen wir mal herauszufinden. Dein Blick bleibt an einem Haufen Beeren hängen. Unter ihnen bemerkst du Tollkirschen. Es sieht aus, als hätte er sie verwendet, um seine Lippen und sein Gesicht zu bemalen. Was geschieht, wenn man mit seinem Tod spielt? Suche nach Möglichkeiten, Oxbow zu einem besseren Ort zu machen. Da hat sich tatsächlich mal was getan. Bei der Quest. Seit meiner Ankunft in diesem Land ist einige Zeit vergangen. Die Menschen scheinen sich immer mehr daran zu gewöhnen, dass ich im Oxbow herumlaufe und dabei bin, eine neue Siedlung aufzubauen. Vielleicht wird es Zeit, hier eine wirkliche Veränderung zu bewirken. Aha. Okay. Gut, den Arm hat es zerlegt. Mission haben wir erfüllt. Und Bescheid sagen brauche ich anscheinend auch nicht nochmal. Dann gucke ich nochmal eben am Feuer. Warte mal. Muss ich nochmal einmal ums Dorf rum, ne? Scheiße, wo saßen die denn? Da links? Ja. How do you do? Hat sie vergessen. Die letzte paar Tage hat sie einfach vergessen, die gute. So, die Herren der Schöpfung, bitte nicht drängeln. Oh, Stoislav. Stoislav und Stoislava. Nee, Vitoslav nicht so. Aduvui eigentlich auch nicht. Herstellung Osmund wäre okay.
Aber ich würde erstmal noch einen in die Gewinnung nehmen. Dann könnte ich zur Not auch noch zur Jagd und in der Landwirtschaft einsetzen. Der ist super. Da kommst du schon mal mit. Stoislav, mein Freund. So. Warte mal. 28. Ja, ja, goodbye. Geh du mal los, du brauchst eh wieder 100 Jahre. 28. Wo stecke ich den dazu? Ja, zu Blanka direkt. Da kann er unterschlüpfen. Alles klar. Dann machen wir uns selber auf den Weg. Dann schaffe ich es noch ein bisschen im Hellen, hoffe ich. So halbwegs. Wo geht denn der lang? Hier. Damn, it's hot. Warte mal, bin ich nicht von. Ne, ich bin ja von da so gekommen. Das passt schon. Ich will eh noch ein bisschen jagen. Bei größeren Zwischenfällen werde ich mich nochmal melden. Ansonsten sehen wir uns zu Hause bei uns im Dorf. Ich mache mich mal auf den Rückweg. Oh oh. Mitten in der Nacht überfallen mich hier die Gesetzlosen. Holen wir dann Bogen wieder raus. Oh Gott, das kann man ja beschissen zielen. Nehme ich ihm alles aus der Tasche? Wo ist mein Pfeil? Da. Okay, sehr gut. Das ist bestimmt noch mehr. Es ist leider sehr dunkel. Kann. Ich weiß nicht, wo der hängt. Die Gesetzlosen scheinen noch nicht so ultra gut zu funktionieren. Ich gebe mir mal die Truhe in der Zeit. Steinpfeil. Ja, danke. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich sollte lieber weiterziehen. Hier ihr Lager? Oh. Moment. Hat irgendwer einen Pfeil auf mich geschossen? Da oben? Nee. Doch, war klar, da oben. Oma. Habe ich ihn nicht getroffen? Sind sogar zwei. Oh. Er stirbt nicht. Alter. Keine Ausdauer? Jetzt ist er endlich hinüber. Ich weiß nicht, ob der oben noch lebt. Ich hätte jetzt ja eigentlich gedacht. Oh. Bogen dabei. Das scheint aber noch wieder zu leben. Ich habe noch Kampfmusik. Ich will nur erstmal seinen Stuff. 21 Steinpfeile. Ja, komm her, ich nehme sogar mit. Lebt der noch? Klar. Wow. Oh. Alter, der hat mich fast gekillt. Junge, haben die Pfeile am Start.
Ja, gut, nur die billigen. Hier sind nochmal eine guten Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob ich die nicht getroffen habe, oder was ist hier für eine Stümperei schon wieder gewesen? So, ich hoffe, ich habe hier nicht zu viele vorbeigeballert. Ich sehe, hier war da erstmal keine. Keine Bronzefahne mehr. Wie viel habe ich? 15? Ach du Scheiße. Schon die ersten 5 guten Pfeile liegen gelassen. Ah, ist nicht so schlimm. Dann baue ich mir was Neues. Bist du jetzt überhaupt noch richtig? Ach, ich laufe in die falsche Richtung, ey. Wir sehen uns dann mal lieber zu Hause. Ich hoffe, ich komme jetzt heile an hier. Ich denke, gleich noch einer kommt. Hast du was zum Heilen? Jetzt mag ich schön Käse essen, aber was zum Heilen hast du nicht. Scheiße. Darf aber nicht mehr viel passieren auf dem Weg nach Hause. So, da wird es gerade wieder ein bisschen heller. Da komme ich natürlich zu Hause an. Erstmal meine Frau aus dem Bett schmeißen. Naja, die muss ich mir mal dringend heilen hier. Du wurdest geheilt. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und fürs Steuern in die Stadt bringen. Natürlich nicht. So, das war ja wieder aufregend. Die alten Banditen waren da echt heftig unterwegs. Irgendwas hat mich unterwegs nochmal mir im Dunkeln nochmal aufgelauert. Ah, guck mal, jetzt haben sie ja angefangen. Bin ich aber schnell weggerannt, weil ich ja tatsächlich nicht mehr so viel Leben hatte. Müssen gleich mal darauf achten. Wir haben unser erstes Kind im Dorf. Quatsch, ja. In Leslav. Von der Dobrovoja. Der Sohnemann. Und von Itzby. Okay. Sehr nice. Das erste Kind ist am Start. Was schafft ihr das hier? Ihr habt noch eine ganze Menge zu tun, ne? Ich würde jetzt erstmal kurz gucken, dass ich ein bisschen was herstelle. Zum einen können wir einiges an Kohlsuppe machen. Und zwar am besten wieder so viel, dass das halbe Dorf dann verhungert. Ja, diesmal lasse ich ein bisschen mehr über. Ne? Ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen geizig. Einmal mit saurer Milch, das können wir mal hier lassen. Jetzt nochmal ein bisschen Fleisch. Und hier, das können sie auch haben. Das habe ich den Räubern aus der Tasche gezogen. Bis auf den Käse, den esse ich selber. So, Mehl. Warte mal, Mehl ist Materiallager, ne? Met kommt hier rein. Können wir da mal verscheppern. Und ein Weizenbier. So, 2 Stück. Gut, kam schon ein bisschen was bei rum. Was mache ich denn eigentlich mit dem Schrott hier? Kann ich das auch irgendwie... Dann theoretisch könnte ich das kaputt machen. Ich brauche das ja eh nicht. Kann man das? Ansonsten schmeiße ich es einfach bei den Jägern oben rein. Brauchen die zwar nicht, aber wenn den ganzen alten Reim steht, knall ich den immer hier rein. So. Die sind mit dem Messer zufrieden, dann können die schon gut genug was jagen. Hier, die Steinpfeile könnt ihr auch haben, wenn ich mal... Oh ne, die nicht. Wenn ich mal welche brauche... Weiß ich, wo sie sind. So, dann gucken wir mal, was wir an Leder jetzt zusammenkratzen können. Und bauen davon schon mal ein paar Säckchen. Und vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Dünger. Ich habe jetzt nur 2 50er Kohlfelder eingestellt. Dann theoretisch könnte ich nur eins mehr machen. Ich weiß aber nicht, ob die das schaffen. Ja, vielleicht sollte ich das sogar tun.
wird schon cool. Ja, dann macht das auch noch. So. Wir haben, ach so, ja, einmal Holzschalen für Suppe. 55 Stück, 56 Stück. Sechzig, 168 Fleisch. Ja, erstmal das Gammlige, hier die 105. Und dann noch 63. Ja. Und dann 110. Und 112 Kohl. Kann ich das noch halbwegs tragen? Ja, geht. Kochen wir wieder ein Süppchen. Rein in den Kessel. Oh, Kessel. Alter. Geht doch. So, 56. Mehr Schalen waren erstmal nicht da. Oder so, okay, so. Das Kohl lasse ich jetzt erstmal über. Kohlsuppe könnte ich dann schon noch mal verkaufen gehen. Ah, neues Level Produktion. Da schmeißen wir doch gleich mal ein Auge drauf. Ich schmeiß die mal so lange hier rein, sonst bin ich so schwer. Hier ist noch ein Apfel. So. Dann Leder. Immerhin 76. Dann nehmen wir das alte Leinengewebe alles raus. Der Flachs ist ja nicht mehr da, ne? Gut, jetzt haben sie wieder welchen geerntet. Ja. Aber da war sonst keiner mehr. Da kommt jetzt noch jede Menge Zeug rein. 35 locker. Dann wird noch mal ein bisschen genäht. Wie viele Säckchen könnten wir denn machen? Säckchen. 35, naja. Hätten wir da auch noch mal 30 zu verkaufen. Plus die Suppe. Kommt doch wieder ein bisschen. Sag mal, habe ich hier was falsch gemacht? Oder warum ist denn da einer noch ohne Haus? Ach, der ist noch nicht da, ne? Da braucht er wahrscheinlich 80 Jahre, bis der hier rüberläuft. Ne, doch nicht. Hä, habe ich dich nicht zugewiesen? Stoislav, wohnst du jetzt in einem richtigen Haus? Ja, mit Blanka. Habe ich eben wohl nicht richtig erwischt beim Klicken. Eigentlich hatte ich gedacht, ich habe das schon gemacht. Sehr gut. So. Ja, schnappe ich mir gleich mal ein bisschen was. Kann ich das alles tragen? Was ich da zum Verkaufen hätte, ist ja doch eine ganze Menge. Aber die Jungs haben ja auch wieder Geld. 12 Leder waren jetzt noch übrig, aber dafür habe ich das ganze alte Leinengewebe durchgebracht. Das ist doch schon mal gut. Metflasche kannst du hier lassen, aber den Met an sich können wir ja auch verscheppern. 5 Säckchen lassen wir noch hier. Brauchen ja immer was zum Anbauen. Weinflasche und den Weizen.
So, wiegen wir 30. Viel leichter wird es nicht werden. Dann nehme ich noch den Rest Suppe mit und wir rennen mal rüber. Also den Rest, den wir hier noch tragen können. Also die Getränke scheinen nicht zu vergammeln. Dann hebe ich mir die auf. Ich nehme mal mit. Oh, ich kann natürlich, leider Gottes kann ich alles tragen. Gibt es halt wieder nur Kohl zu fressen. Er ist aber auch was gierig. Ja, im Sommer haben wir so viel Kohl. Da können wir ja ultra viel Suppe kochen. Das reicht. Da hebe ich da noch ein bisschen was von auf. Vielleicht. Und der Markus Lauf ist schon wieder zu Hause tatsächlich. Tja, geiler Jumper. Aber du schläfst doch noch nicht. Scheiße. Da muss ich gucken, ob ich in der Schenke noch... Wieso schläft der denn? Ist er noch taghell? Ja, was ist hier los? Ach, ist noch zu früh. Okay. Dann gucken wir doch mal, was die Anschlagtafel sagt. 28 Salz. Ein Fest für Krähen. Das Ende ist nah. Hütet euch vor den Todesboten, die über unseren Köpfen kreisen. Tötet sie alle, bevor sie uns töten. Lasst nicht zu, dass schwarze Federn unsere Welt verfinstern. Der Quartiermeister wird euch belohnen. 6 Krähen? Holzstamme, Stöcke, Stroh. Müssen wir sowas noch annehmen? Also um die Münzen geht es hier sowieso nicht. Vielleicht höchstens um die Reputation. Habe ich noch 28 Salz? Ja, komm. Die beiden Quests kann ich ja mal easy annehmen. Das haben wir locker zu Hause rumfliegen. Das könnte ich wahrscheinlich jetzt noch mal schnell besorgen. Wenn hier noch keiner wach ist. Aber ich warte noch kurz. So, 6.50 Uhr. Überhaupt nicht gruselig, wenn hier so ein Kerl nur in Unterbuchse hier steht und wieder wartet, dass der Markus Lauf aufsteht. Das kann ich verstehen. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Steh auf! 7 Uhr klingelt der Wecker. Hallo! Voll nervig. Er holt da Schrotflinte raus und brennt mir ein paar über. Morgen! Aha, geht doch. Du bist ja schon gewohnt. Du bist ja schon gewohnt, ne? Ach ja. So, hier ist mal wieder Kohlsuppe. Oh, 50 Stück fast kann er mir abnehmen. Gibt auch mal 5000. Sehr nice. So, passt schon. Dann gucken wir mal, wen wir noch so auftreiben können. Hier zum Beispiel. Unser verwirrter Freund, der Postnum hier immer seine Becher stehen lässt. Du kriegst nochmal 7 Kohlsuppen und ein paar Säckchen, ne? So 30. Gut, erstmal nur 10. Da müssen wir auch schon so einige Händler abklappern. Hallo, hier so über den Zaun, wenn es geht. Ich habe hier noch was zu verkaufen. 11 Säckchen für dich. Ja, du auch. So, da waren wir. Was haben wir hier noch? Schon wer in der Schenke? Ja, nee. Keiner in der Schenke. Die schlafen ein bisschen länger. Die waren noch letzte Nacht länger wach. Ja, klar. Hä? Ah, er wohnt hier?
Der schläft wirklich länger. Seine Frechheit. Oh. Da ist kein Händler mehr. Ist ja langsam richtig schwierig. Oh, meine Lieblingstante. Der etwas rüstigen Stimme. So. Meine letzten Säckchen, Verkaufstour beendet. Sehr schön. Dann geht es jetzt tatsächlich wieder auf nach Hause. Ich würde gerne noch versuchen, mit euch ein bisschen an der Pferdekoppel zu arbeiten. Wir könnten uns jetzt theoretisch schon zwei Pferde leisten, ne? Aber dann wäre das Geld echt dünn, bis wir das nächste Mal was verkaufen können. Bock hätte ich schon. Wie viel Kohle haben wir? Boah, das reicht ganz genau. Zack. Einmal. Zack. Zweimal. Wir haben Pferde, Leute. Schnell zurück. So, wir laufen ein bei uns im Dorf. Oh, Iselchen Nummer 1 ist groß geworden. Sehr schön. Nummer 2 lässt wie bei den Schweinen ein bisschen auf sich warten. Hier wird schön was getöpfert. Obwohl du eigentlich aus Holzschalen herstellst. Aber gut. Wenn du Spaß dran hast, mach das mal. Wie weit seid ihr und braucht ihr Dünger? Ich muss unbedingt mal gucken, ob noch genügend Dünger da ist. Sonst müssen wir direkt mal was herstellen. Aber zuerst mal schauen wir mal hier oben. Oh Leute, wir haben Pferde. Guck's dir an. Wir brauchen Futter, fällt mir gerade auf. Er schläft noch. Könnt ihr mal rauskommen, dass ich euch mal vielleicht ja, ist doch gut. Wir müssen uns erst noch aneinander gewöhnen. Ich verstehe das schon. Stehst du mal auf? Ah, da, oh, sehr nice. Ey, bist du kamerascheu? Ah, nicht zu weit weglaufen, ne? Ich muss erst hier noch die Koppel fertig bauen. Haut schon ab. Okay. Wir machen schon wieder Feierabend oder was? Am Bergarbeiterschuppen? Na klar. Oh. Sehr nice. Hallo Pferdchen. So. Und dem ganzen Genüge getan. Ja. Sieht schon ganz gut aus. Ihr braucht erstmal Tierfutter. Und ich brauche jede Menge Holzstämme. Stämme, um den Zaun zu bauen für die Pferde. Dann muss ich mich um Dünger kümmern. Dass die hier vernünftig weiter den Kohl anpflanzen können. Ihr müsst schon ein bisschen Gas geben, Freunde. Eins, zwei werden easy fertig. Na, das schaffen die nicht. Glaube ich. Ist die Bronzesichel schon kaputt? Dann muss ich euch auch eine neue Bronzesichel. Hallo. Hallo. Bronzesichel kaufen. Ach, ich finde es mega gut. Jetzt kommt hier langsam Leben in die Bude. Erstmal Tierfutter. Da gucke ich mal. Ich brauche Stroh, ne? Da habe ich doch bestimmt wieder nichts. 100. Ja, das reicht vielleicht erstmal, um das Nötigste an Tierfutter herzustellen. Dann Roggenkorn und Haferkorn.
Bisschen Stroh wird ja gesammelt im Grabungsschuppen, aber da kommt jetzt nicht so die Welt bei rum. Aber durch Dreschen kriegen wir dann, glaube ich, genug, dass beides zusammen dann reichen sollte. Für 20 nur? Hä? Wieso nur 20? Ach, kostet es 5 Stroh? War das so? Ah, Tatsache. Ja, da muss ich noch ein bisschen durchdreschen, aber um die Pferdearme zu füttern, wird es reichen. Oh, schönes Tier. Sehr gut aus. So. Einmal rein in die Futterraufe. Sehr gut. Wie viel sind das? 38%, alles klar. Gut, dann gucken wir mal, dass wir den Zaun aufgestellt bekommen. Beim nächsten Mal. Ich werde schon ein bisschen was vorbereiten. Ich gucke mal, ob die hier noch Hilfe brauchen und vor allem, was die für Werkzeuge brauchen. Die brauchen unbedingt eine Sense, mit der sind die viel schneller. Das heißt, ich brauche noch mal ein bisschen Bronze. Oh Gott. So. 2 Bronzebarren hätte ich noch. Die haben nur eine Sense. Warum die? Nehmen die denn nicht? Die ist doch viel schneller als diese blöden Sicheln. Oder nehmen die erst das billige Zeug? Wäre mir in dem Fall gar nicht so recht. Wir haben noch Kupfersicheln drin. Mit der arbeiten die auch gerade. Eine ganze Menge sogar. Aber es dauert halt länger. Mit der Sense geht es doch viel schneller. Naja. So, ich dresche mal was durch, dass ich an Stroh komme. Es war doch so, ne, dass ich da was... Wo ist denn eigentlich der Zwerg? Der ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber das ist wahrscheinlich noch zu klein, ne? Der läuft hier noch nicht über die Straße. Kommt bestimmt noch im nächsten Jahr. Unser erstes Dorfkind. Ja, ist doch gut, Mann. Komm's gleich auf den Grill. Auf zur Scheune, ein bisschen was durchdreschen. Dann nochmal Tierfutter herstellen. So. Haben wir bekommen... Kommen hier nur Flachshalme raus, ich Depp. Wann kann ich Weizen anpflanzen? Guck doch einfach in der Truhe, hast du da welchen liegen, da steht's doch bei. Damit ich ein bisschen mehr Stroh bekomme. Habe ich gar nicht dran gedacht. Leinsamen gibt ja nur das Flachs und die Leinsamenkörner. Im Frühling oder im Herbst? Okay, dann werde ich mal im Herbst ordentlich Weizen anpflanzen. Habt ihr noch Dünger? Oh, nicht mehr viel. Da werde ich mal was herstellen müssen. So, den Flachs rüber. Haferkörner erstmal wieder rüber. Leinsamen, Roggenkorn, Junge, Junge. Schnell noch ein bisschen Dünger herstellen. Dann sammelt die gerade echt fleißig. Die hat schon 200 Wegerich gesammelt, unsere Frau. Und 200 Löwenzahn wahrscheinlich in dem Dreh. Ja. Und jetzt habe ich sie Bären sammeln geschickt. Also das ist ihr Job. Hat sie nicht geschickt. Prügelt mich. Hat sie auch schon 150 zusammen. Dann sollte ich das auf jeden Fall mal vergammeln lassen, ne? Dann machen wir Dünger von. Also ein bisschen Verdorbenes können wir ja... Aber lohnt sich das?
Na klar, warum nicht? Schmeiß ich einen Kompass da. So. Dann kann das schon mal vergammeln. Wenn wir jetzt im Herbst auch noch fett die Weizenfelder anpflanzen, dann brauchen wir jede Jahreszeit so um die 200 Dünger. Das ist schon ganz schön krass. Achso, und ich soll den Entenzaun nicht, den Gänsezaun nicht komplett fertig bauen. Damit die ins Wasser können? Gehen die überhaupt so weit raus? Habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass die auch drauf rumschwimmen könnten. Auf unserem kleinen Fluss hier. Ich kann ihn höchstens nochmal eine kleine Lücke im Gatter lassen. Oder nochmal ein Tor. Die laufen doch da auch raus, oder? Bringt ihr da unten nochmal ein Tor? Wenn sie wollen, können sie schwimmen gehen. So. Was machst du hier wieder für Schweinereien hinterm Busch? Ja, Schnitzel, ich weiß. Das ist nicht leicht. So. Nehmen den Dumm gleich noch mit hier. Machen wir in einem Abwasch noch ein bisschen Dünger. Ich fürchte, ich werde sogar noch ein bisschen was kaufen müssen. Auf jeden Fall für die nächste Jahreszeit, wenn wir da so viel rausballern. Aber dann haben wir... Oh, es tut mir sehr leid. Entschuldigung. Václav. Boah, ist immer noch nicht durch hier. Bin sehr gespannt, ob die das schaffen. Jetzt muss man immer ein bisschen Auge drauf haben auf die Jungs und Mädels. So. 109 Dünger. Das ist okay. Das reicht auf jeden Fall für den Kohl. Oh, neues Level Landwirtschaft. Ah ja. Oh Gott. Dann lass uns noch schnell zwei Level vergeben. Aber da wird es ja jetzt auch schon wieder hier. Frage ich mich doch schon wieder, wer hat da eine Uhr gedreht? Ah, das machen wir noch schnell zusammen. So, haben wir bis jetzt ja eigentlich immer gemacht. Landwirtschaftliches. Jetzt brauche ich mal die Dorfpfeife. Die rufen mein Reittier. Und wir müssen uns um Sättel kümmern. Also, zu tun haben wir noch genug. Einiges wiederholt sich auch so ein bisschen. Da muss ich mal gucken, ob ich ein paar Sachen vielleicht auslasse. Sonst wird es auf die Dauer auch ein bisschen langweilig. Ich krieg sogar noch ein Level. Dann würde ich gerne. Ja, aber ein bisschen Abwechslung wollen wir ja schon noch reinbringen. Erfahrener Reiter. Weniger Ausdauerverlust. Mehr Früchte von Plantagen. Mal 10% schneller in landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ach so. Oh, komm, ich level das Wissen noch mal einen hoch. Und in der Produktion nehme ich ja noch mal schnelleres Bauen. So, und das andere, das ist nicht so spannend hier. So. Punkte sind vergeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Medieval Dynasty Oxbow. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Runde. Und, ja, macht euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüssi. Und ihr zieht mal ein bisschen an dem Tempo da mit euren Säckchen und Dünger. Wird das nix?